Ute Lapp gehört zu der Generation der deutschen Kriegskinder. Sie wurde 1943 geboren. Ihr Leben als Erwachsene hat sie erfolgreich gemeistert, als Ehefrau, Mutter und im Beruf. Doch sie leidet unter diffusen Ängsten, Panikattacken und Schlafstörungen. Ich habe Albträume, oft, fast jede Nacht. Und mein Mann und meine Tochter sind darüber entsetzt, wie ich dann schreie. Es muss so schlimm sein, dass es ihnen für den Rest der Nacht den Schlaf rauben kann. Es geht ihnen durch Mark und Bein. Nur ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was ich träume. Woher ihre Beschwerden kommen, haben weder Ärzte noch Psychologen jahrzehntelang erkannt. Ute Lapp wurde nie eingehend nach ihrer Biografie gefragt. Niemand hielt es für relevant, dass sie als einjähriges Kind mit ihrer Familie aus Ostpreußen flüchtete. Dass sie Hunger, Kälte und Todesangst erlebte. Meine Mutter und meine Oma haben einen Zug mit offenen Loren bekommen. Also der hat sie noch durch russisches Gebiet gefahren. Und der Zug fuhr nur nachts im Schritttempo und hatte alle Lichter aus. Und meine Mutter und meine Oma haben nicht gedacht, dass sie durchkommen. Aber der Zug wurde nicht richtig registriert oder von den Russen. Und er fuhr ganz langsam und hatte alle Lichter aus. Und sie hörten Russisch, die Leute Russisch sprechen und sahen die Soldaten und sind noch mit diesem eigentlich letzten Zug durchgekommen. Dass solche Erlebnisse Auswirkungen auf die Psyche auch kleiner Kinder haben, war lange nicht bekannt. Erst in den letzten Jahren haben sich Psychologen wie Dr. Helga Spranger auf die Behandlung von Kriegskindern spezialisiert und entdeckt, wie stark auch vergessene Traumata weiterwirken können. Es ist so, dass die Kinder, die Menschenkinder, erst im zweiten, dritten Lebensjahr die Fähigkeit haben, Geschehnisse durch Verwörterung, durch wörtliche Beschreibung buchstäblich in den Griff zu bekommen. Davor geht das nicht. Und die Erlebnisse, die dort sind, die das Kind vor dem zweiten, dritten Lebensjahr erlebt, bleiben diffus. Das heißt, je früher ein Kind traumatisiert wird, desto schwerer ist die Aufarbeitung dieser Erlebnisse, weil sie niemals mit Worten beschrieben werden können. Wie soll ich in Worte fassen, was damals passiert ist? Wenn ich das wüsste oder wenn ich diese Angst, die ich damals wohl gehabt haben muss, wenn ich das wüsste, wenn ich das sagen könnte. Eigentlich ist es wichtig, das zu erzählen. Es wäre für mich wichtig, wenn ich sagen könnte, das hat mich so erschreckt und ich weiß es nicht. Viele Kriegskinder haben bereits direkt nach dem Krieg gelernt, ihre Erlebnisse und Ängste tief in sich zu vergraben. Sie halfen beim Wiederaufbau, beim Überleben ihrer Familien und stellten ihren Eltern keine unerwünschten Fragen. Es war so die Generation derjenigen, die das Gefühl hatten, auch nicht nachfragen zu dürfen, weil immer im Raum stand, man könnte die Eltern verletzen. Sie dürfen eins nicht vergessen, viele Väter kamen zurück aus dem Krieg und waren tatsächlich traumatisiert, sodass also das Regime innerhalb einer Familie sehr wohl auch von den traumatisierten Vätern bestimmt wurden und andererseits von den inzwischen erstarkten Müttern, die wieder zurückstecken mussten. Auch Ute Lapp musste erleben, dass ihre Eltern nicht über die erlittenen Verluste sprechen konnten. Sie konnten es sich eigentlich nicht leisten, sich zurückzuerinnern. Es ging um die Schmerzvermeidung und Schmerz hieß sich erinnern und davon sprechen und es zulassen. Und es ging um die Vermeidung des Schmerzes. Es ging auch um die Vermeidung der Trauer. Trauer war jahrzehntelang tabu, auch angesichts dessen, was Deutsche anderen angetan haben. Wir haben den Holocaust gehabt. Und der Holocaust hat per se eine Diskussion über die Schädigung deutscher Kinder und Jugendlicher nicht zugelassen. Also wir haben quasi so eine innere Instanz gehabt. Da war es nicht möglich, abgesehen von den äußeren Instanzen. Aber gemessen an dem, was die Juden erlebt haben, war unser Erleben
nicht diskutabel, nicht diskussionsfähig. Es war zu klein. Das Tabu, über die eigene Geschichte zu sprechen, wirkt bei vielen Kriegskindern bis heute. Ute Lapp hat es durchbrochen und sich einer der von Dr. Spranger geleiteten Selbsterfahrungsgruppen angeschlossen. Ich dachte immer, ich stehe mit diesen Ängsten und mit diesen Albträumen alleine. Und jetzt erfahre ich in der Gruppe, wo ich eben andere Kriegskinder kennenlerne, erfahre ich einfach, dass so das, was ich empfinde und das, was ich durchgemacht habe und was mich jetzt noch bedrückt und so, dass das bei allen anderen, bei so vielen auch da ist. Ihre Albträume ist die passionierte Bildhauerin nicht losgeworden. Aber insgesamt, sagt sie, fühlt sie sich durch die Gespräche mit anderen Kriegskindern freier.